Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Begleitervideo für Pathfinder Wrath of the Righteous. Und heute schauen wir uns Camellia einmal genauer an. Man trifft Camellia nach vielleicht 5 Minuten im Spiel. Es ist unmöglich, sie zu verpassen. Und daher mache ich da jetzt auch nicht groß herum, wie man an sie drankommt. Das ist, wie gesagt, quasi automatisch, wenn man sie in der Gruppe haben will, dann wird man das ohne Probleme schaffen. Camellia ist ein relativ spezieller Fall. Sie ist ein Spirit Hunter, eine Schamanen-Unterklasse. Sie ist ein Halbelf und sie hat eine nicht feststellbare Gesinnung. Und zwar, genau gesagt, ist liegt der Grund darin in diesem Amulett und das verschleiert die Gesinnung. Wenn jemand in einer Stadt, die von Dämonen belagert wird und in der, sage ich mal, rechtschaffen gute Priester und Paladine das Sagen haben, seine Leinen verschleiert, dann deutet das zumindest auf relativ interessante Beweggründe hin. Ich habe mich so gut ich konnte von irgendwelchen Spoilern ferngehalten und weiß deswegen auch noch nicht genau, welches Alignment Camellia hat. Allerdings, wenn ich mir so ihre Kommentare zu diversen Situationen im Spiel anschaue, denke ich zumindest nicht, dass sie auf der rechtschaffen guten Seite des Lebens steht. Das ist jetzt vielleicht für die langfristige Planung, ob man Camellia in der Gruppe behalten kann oder will, interessant. Allerdings nicht unbedingt für ihre weitere Planung. Wenn man sie sich anschaut, sie hat einen sehr hohen Bonus bereits in Geschicklichkeit. Der ist auch ungerade und kann durch die maximal 5 zur Verfügung gestellten Punkte noch auf 24 gesteigert werden. Was in einem Gesamtbonus von plus 7 auf Geschicklichkeit hinauslaufen würde. Sie kommt bereits mit einem Rapier und einem Buckler-Schild ausgestattet und sie bringt an Fähigkeiten bereits eine Weapon Proficiency für den Rapier mit. Sie hat Boni auf Überzeugen und Trickery, also und da hat sie dann auch noch einen Skill-Fokus drauf. Da ist sie also aktuell sicherlich einer der Charaktere, der das mit am besten kann. Und sie hat hier eine Spezialität des Spirit Hunters, die Möglichkeit, ihre Waffe zu verstärken, und dieser Effekt wird auch noch bis Level 17 immer mächtiger, sodass man letztens eine plus 5 Waffe hinzubekommt und die dann durch weitere Spezialisierung auf zum Beispiel einen bestimmten Elementarschaden ausweiten kann. Außerdem hat sie die Fähigkeit Battle Spirit, das heißt, es gibt ein Moralbonus auf Angriffswürfe und Schadenswürfe, der sich im Laufe der Zeit auch verbessert. Und der betrifft sie selbst und Kameraden in 30 Fuß Umfang. Und sie hatte die Fähigkeit Weapon Finesse. Und das erlaubt ihr mit allen leichten Waffen, Elven Curved Blades, die sie als Halbelf leider nicht benutzen kann, Estorks oder Rapiers, dass sie ihren Geschicklichkeitsmodifikator anstelle des Stärkemodifikators für Angriffswürfe verwenden kann, und der ist ja schon dementsprechend relativ hoch. Gut, sie hat elfische Immunitäten und die entsprechenden tollen Sinne. Kann leichte und mittelschwere Rüstung tragen. Ich gebe zu, während der Beta habe ich Camellia auch, denke ich, falsch eingesetzt. Und
wenn ich jetzt dieses Zusammenwirken der Fähigkeiten, mit denen sie bereits quasi von Haus aus ausgestattet ist, anschaue, denke ich, ihre Rolle ist eher die eines Buffers und Nahkämpfers. Sprich, vor dem Kampf ihre Buffs raushauen und dann im Kampf in den Nahkampf gehen. Dann der hohe Geschicklichkeitswert in Verbindung mit Weapon Finesse, die weitere Konzentration auf ihr Rapier und vor allem natürlich auch die Fähigkeit, ihre Waffe zu verstärken. Das sind alles klare Hinweise darauf, dieser Charakter möchte in den Nahkampf. Jetzt nicht unbedingt als Tank logischerweise, aber als Unterstützung desselben. Und dementsprechend macht es durchaus Sinn, ihre Geschicklichkeit weiter zu pushen und bei den Feeds, die sie dann im weiteren Verlauf bekommen wird, das sind ja immer noch einige, kann man dementsprechend darauf abzielen, ihre Waffenfähigkeiten weiter zu verbessern. Man könnte dann sehen, entweder in Verbindung mit einem passiven Tank, wie zum Beispiel Sealer, könnten dann auch Teamwork-Feeds gewählt werden, also zum Beispiel Schildwall. Davon würde Sealer profitieren oder Outflank und was es da auch immer gibt. Es wäre allerdings auch möglich, und aufgrund ihres hohen Geschicklichkeitsbonuses auch, denke ich mal, durchaus vernünftig, wenn man sie auf zweihändigen Kampf umstellt, also ihr ein zweites Rapier in die Hand drückt und die dafür verfügbaren Feeds, also zweihändigen Kampf und verbesserten zweihändigen Kampf zu wählen. Natürlich dann erst recht, das Rapier zu spezialisieren und dann auch die kritischen Fähigkeiten für das Rapier auszuwählen. Es hat ja jetzt bereits eine kritische Range von 18 bis 20. Durch Improved Critical kann man das auf 15 bis 20 verbessern. Und das dann noch in Verbindung mit diversen Buffs sollten dann die negativen Effekte des zweihändigen Kampfs für die Angriffswürfe hoffentlich ausgleichen. Und wenn sie dann noch zum Beispiel mit Outflank oder ähnlichen Fähigkeiten dann Gegner zum Beispiel mit Sealer zusammen in die Zange nimmt, ist das Ganze natürlich eine sehr effektive Kombination. Also ich denke, beides ist möglich, entweder Sword and Board oder aber mit zwei Einhandwaffen im Gepäck. Es gibt nicht allzu viele Fähigkeiten, die Buff-Zauber verbessern. Also man muss sich in den Fällen muss man weder auf Spell Penetration gehen oder auf Spell Focus. Bestimmte Schulen stärker buffen, da reicht es dann, wenn man später über den mythischen Pfad die Fähigkeiten nimmt, die einem Zusatzzauber gewähren und vor allen Dingen die Dauer von Buffs auf bis zu 24 Stunden erhöhen. Da gibt es ja Abundant Casting in 3 Stufen und Enduring Spells oder wie es heißt in 2 Stufen. Damit kann man im Prinzip alles, was an Buffs im Spiel vorhanden ist, was eine Minute pro Level oder länger dauert, auf 24 Stunden hochdrücken. Und dafür braucht sie, wie gesagt, keine feindlichen Resistenzen oder Rettungswürfe überwinden und deswegen sind weitere Konzentrationen auf Zauberfeeds in der Hinsicht nicht nötig. Combat Casting könnte noch interessant sein, vor allem da sie Fähigkeiten noch einsetzen kann, wie leichte Wunden oder später halt die stärkeren Versionen zu verursachen. Denn dazu muss man in Touch-Reichweite reingehen. Das Gute bei diesen Dingern ist, Spell-Resistenz des Gegners ist dafür nicht ausschlaggebend und die Willenskraft halbiert den Schaden, aber kann ihn nicht aufheben. Außerdem kriegt man noch Bonus-Schaden pro Caster-Level, bei dieser leichten Variante jetzt nur maximal plus 5, aber das wird ja auch noch besser. Also das wären dann dementsprechend noch einige Möglichkeiten, auch den Armor-Fokus könnte man noch verbessern, wenn sie zu oft getroffen wird. Man könnte vielleicht auch noch Punkte in Mobility investieren, wobei das mit ihrer Rüstungsklasse dann vielleicht nicht ganz so
gut zusammenpasst, wenn sie zwischen den Gegnern hin und her laufen, Willow, der laufen muss. Und natürlich kriegt sie auch Hexes. Ich habe jetzt als ersten Slumber gewählt. Evil Eye wäre zum Beispiel dann auch noch eine Möglichkeit, die sehr cool ist, denn da kann man Rüstungsklasse, diverse Rettungswürfe und so weiter reduzieren und den Gegner auf die Art und Weise quasi schon mal ein bisschen weich kochen. Und ein Rettungswurf kann das zwar auf eine Runde reduzieren, aber es gibt keine Möglichkeit, den bösen Blick komplett zu vermeiden. Und das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr starke Hex. Und so geht es dann hier hinten halt immer weiter. Aber nicht alle davon sind, denke ich mal, unbedingt erforderlich. Wie gesagt, auf Stufe 17 hat sie dann auch die höchste Stufe ihres Enchantments erreicht. So, das zumindest dann, wenn man bereit ist, auf vielleicht diese beiden letzten Hexes zu verzichten, es durchaus auch eine Idee sein könnte, Camellia zu multiklassen. Und das unabhängig davon, ob man sie jetzt auf Einhandwaffe plus Schild oder zwei Einhandwaffen ausrichtet, könnte das durchaus interessant sein. Und zwar, was ich mir vorstellen könnte, dass man sie meinetwegen mit einem Cleric multiclassed. Und hier ist jetzt zum Beispiel die Idee, dass man dadurch Energie channeln als entsprechende Fähigkeit bekommt. Denn das sind jetzt auch, sie kann es jetzt nicht unglaublich oft einsetzen. Machen wir es mal größer. Oder sagen wir so, sie kann es dreimal plus Charisma-Modifikator einsetzen. Der ist bei ihr nur 1, also 4-mal. Dann kann man natürlich noch extra Channel als Talent nehmen. Dann wären es schon mal 6. Und ja, also sie könnte 3 Level in Cleric machen. Dann hat sie zumindest 2 D6. Auf dem dritten Level an Heilpower. Das ist jetzt ja, im Vergleich zu anderen Klassen natürlich irgendwie dann nicht ganz so toll. Aber es gibt ja noch Gegenstände, die das Channel-Ergebnis verbessern. Man könnte auch einer der spezialisierten Klassen nehmen, zum Beispiel den Angel Fire Apostel. Da gibt es dann nämlich den Extra-Channel quasi schon mal automatisch dazu. Dafür gibt es kann man keine negative Energie channeln. Das wäre also jetzt nicht unbedingt die Variante, die man auswählen würde, wenn man Lich werden möchte. Was auch noch interessant ist, durch die Cleric Proficiencies würde man gleichzeitig Shield Proficiency dazu gewinnen. Und damit könnte sie halt auch leichte oder schwere Schilde tragen, wenn man die Sword und Board Varianten nimmt. Also sie nicht mit 2 Waffen kämpfen lässt. Okay, Möglichkeiten gibt es dann auch noch viele andere. Zum Beispiel Crusader oder was auch immer oder etwas völlig anderes. Oder aber man lässt es mit dem Multiklassen ganz sein und beschränkt sich darauf, ihre bereits vorhandenen Stärken bis zum Maximum auszubauen. Aktuell habe ich sie zum Beispiel dann auf auch ihre Fähigkeiten, ihre Skills auf Trickery und Law Religion jetzt weiter gepusht. Da wird sie jetzt aufgrund ihrer Intelligenz nicht allzu viel ausrichten können. Also sie kriegt gerade mal 2 Skillpunkte dazu. Das ist jetzt nicht überragend. Aber zumindest bis man da noch stärkere Spezialisten bekommt, kann sie diese Rolle sicherlich gut ausfüllen und dann immer noch als Backup dienen, falls man einen der Spezialisten vielleicht mal nicht in der Truppe dabei hat. Außerdem, wenn man vorhat, sie zu multiklassen, könnte es vielleicht eine gute Idee sein, damit bis Level 5 zu warten, denn dann bekommt sie
hat sie ihre Level 1 bis 3 Zauber für den Spirit Hunter und kann damit schon maximal von dem Abundant Casting mythischen Feed profitieren. Und das auch dann für die Zeit schon, wo man dann die zweite Klasse, wenn man das denn will, heranzüchtet. So, das waren jetzt aktuell meine Gedanken zu Camellia. Ohne Spoilers, dafür hoffentlich mit der einen oder anderen guten Anregung. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Casuality.